der Petromax Loki im Tentipi. Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Ich bin hier in einem Tentipi Zirkon 7. Hab den Petromax Loki 2 hier aufgebaut, um einfach mal zu gucken, wie viele Rauchrohre brauche ich denn und wie komme ich da einigermaßen geschickt oben raus. Tentipi ist erstmal hat einen eigenen Zeltofen, den Tentipi Eltfell. Der ist so ein bisschen von der Maße her auf die Tentipi-Serie abgestimmt. Andere Zeltöfen muss man einfach gucken, wie man es passend kriegt und was denn dazu passt. Der Loki vom Lieferumfang her ist nicht ganz ausreichend, dass ich hier aus der Größe 7 sicher und zuverlässig rauskomme. Denn ich brauche noch eine Durchführung, ein Hitzeschutzrohr oder wie es Petromax beim Loki nennt, eine Tipi-Durchführung, um oben rauszukommen. Und auch die entsprechende Anzahl Rohre. Wobei, so wie wir es jetzt hier gemacht haben, tatsächlich der mitgelieferte Umfang der Rohre ausreichend ist für ein Tipi Größe 7, wenn ich noch zwei Tipi-Durchführungen dazu nehme. Und was auch noch sinnvoll wäre, tatsächlich einen Funkefänger oben drauf zu stecken, damit gerade wenn er mit harzigem Holz heizt und es keine große Glutwolle oben rauswirft. An der Durchführung, dass der Loki gerade nicht ausreicht, um hier mit dem Hitzeschutzrohr, mit der Tipi-Durchführung, wie Petromax sie nennt, um damit sicher alle Bestandteile vom Tentipi, vom Rauchrohr wegzukriegen. Was es eigentlich bräuchte, wäre ein kurzes Rohrstück von, ich sage jetzt mal, die 15 cm Länge. Dann wird es vielleicht gerade so gehen, aber zum einen ist es schwierig zu beschaffen, zum anderen habe ich mich jetzt auf die sichere Seite gelegt und habe zwei dieser Tipi-Durchführungen oben eingesteckt und obendrauf nochmal ein Rauchrohr, dass wir weit genug weg sind. So, hier sieht man das nochmal von außen. Wir haben die zweite Tipi-Durchführung, das zweite Hitzeschutzrohr. Das guckt relativ weit raus, aber ohne das wäre es tatsächlich auch zu kurz. Ein bisschen außen rum gucken. Genau. Also anderthalb Rohre wäre, glaube ich, gut und passend. Und das Rauchrohr guckt, ob er weit genug raus. So, während der Loki so langsam auf Touren kommt, habt ihr
uns noch ein paar Fragen gestellt zu unserem letzten Video, wo wir auch schon im Tent Ibiza, also in Atago, hier mal so ein bisschen Anfeuerung reingepackt haben. Da versuche ich einfach mal noch ein paar Fragen von euch zu beantworten. Also, da Peter Hauer fragt, ob wir uns mit Sensoren absichern oder ob wir der Luftzufuhr vertraue, wenn wir mit einer Gruppe im Zelt sind, oder wie wir das letztendlich lösen mit einer Feuerwache. Ja, also zum einen, ob ich einen Ofen im Zelt habe oder ein Feuer, ich finde, es macht erstmal kein großer Unterschied. Wenn ein Feuer im Zelt brennt, dann sollte immer jemand dabei sein. Und ich würde auch nicht unbeaufsichtigt neben Feuer oder Ofen schlafen. Wobei, eine Einschränkung muss ich dazu machen. Wenn ich in der Jotte liege und ein Lagerfeuer mache oder hier im Tent Ibiza so ein kleiner Zeltofen anfeuere, wenn ich das letzte Mal Holz auflege und ich gehe dann in den Schlafsack, dann brennt es auch nicht mehr allzu lang. Also sowohl das Feuer wird ausgehen, als auch der Ofen wird ausgehen. Klar, erreicht man dann auch im Prinzip den Moment, wo weder in der Feuerstelle noch im Ofen tatsächlich eine ausreichende Verbrennung auch ist. So ein ausglimmendes Feuer, das brennt einfach nicht richtig. Genau da kann CO, also Kohlenmonoxid, entstehen. Aber nicht lang genug. Also das Feuer ist einfach aus, bevor eine nennenswerte CO-Konzentration sich im Zelt ansammeln kann. Bei dem Ofen mag ich eine Einschränkung machen, und zwar solange ihr den mit Holz heizt, behaupte ich, ist mein Gefühl, ist man immer auf der sicheren Seite, weil wenn das Holz ausgeht, geht's aus. Nur wenn ich dabei bin, schaffe ich das, den Ofen lang genug am Laufen zu halten. Was ich nicht machen würde, ist diesen Ofen mit Kohle, Briketts oder irgendwelche Sekundärbrennstoffe hier über Nacht versuchen, möglichst lang dann auch warm zu halten. Weil genau das ist letztendlich dann auch die Schwierigkeit, dass ich dort eine Verbrennung habe, die mehr CO produziert, als ich es vielleicht haben will. Also, solange ich mit Holz feuer, habe ich weder bei einem Lagerfeuer noch beim Zeltofen Bedenke. Wer natürlich auf der sicheren Seite sein möchte, kann einen CO-Warner nehmen. Das sind einfache Geräte, die kann ich irgendwo im Zelt platzieren. Nicht an der Decke, nicht am Boden, am besten irgendwo dazwischen, weil sich das CO relativ gut unter die Raumluft mischt. Aber ich erachte es nicht als zwingend. Vielleicht, ja, wenn ich viel Schneefall habe und mein Zelt sowieso hemiedrisch abgeriegelt ist, vielleicht auch die Belüftungen vom Zelt nicht mehr richtig funktionieren, dann würde ich vielleicht auch einen CO-Warner noch mit ins Zelt nehmen, auch beim Holzofen. Aber wie gesagt, ich sehe in der Befeuerung mit Holz in so einem Campingofen oder im Lagerfeuer, im Atago zum Beispiel hier im Tent Ibiza, sehe ich keine Schwierigkeiten. Ja, und dann kommt vom Ben No die Frage, ob ich mal die einzelne Feature von so einem Tent Ibiza zeigen kann. Er würde sich interessieren, wie das mit dem Zeltofen läuft. Da sind wir gerade dabei, um einfach mal den Loki zu zeigen. Ja, und die Frage war, ob man die Tent Ibiza auch in andere Farbe bekommt. Tent Ibiza selbst ist farblich festgelegt, also das gehört einfach zum Corporate Design, dieses beige sandfarbene mit der grünen Applikation. Daran erkennt man einfach ein Tent Ibiza. Und ja, das ist einfach so. Andere Hersteller haben andere Tibi-Bauformen, Lavu-Bauformen in andere Farbe. Ja, und dann fragt noch der Gary Wendel, mich würde interessieren, wie effektiv das offene Feuer und die verschiedenen Zeltöfen das 7er Tent Ibiza beheizen. Ob ich das mal in verschiedene Setups messen kann. Also messe ist natürlich immer schwierig. Ich denke, es geht sehr um das subjektive Empfinden. Von
der Zeltgröße her, da ist das 7er Tent Tibi eine sehr dankbare Größe, was die übliche Leistung von einem kleinen Campingofen, Zeltofen angeht. So zum Beispiel erachte ich für ein 7er Tent Tibi von der Leistungsgröße her den G-Stove, von mir aus den XL-Versionen vom G-Stove, den Petromax Loki, den Segler-Zeltofen. Das sind jetzt die Marke, die wir haben, aber es gibt in der vergleichbaren Größe gibt's andere Öfen, die funktionieren dann auch in dieser Größe. Auch bei einem 5er natürlich, was noch etwas kleiner ist. Da kriege ich es dann doch auch, wenn es draußen kalt ist und der Ofen richtig bullert, dann auch schön warm. Bei einem 9er Tentibi, da habe ich dann, ja, da, und ich gehe davon aus, dass es draußen richtig kalt wird, also mal so knackige minus 10 Grad. Da kommt im 9er Tentipi so diese klassische Zeltofengröße schon so ein bisschen an die Grenze. Aber wir haben ja immerhin nach oben von der Leistungsfähigkeit, der Hillspot-Lavoofen ist sicherlich noch mal leistungsfähiger wie jetzt so ein Loki hier. Und natürlich dann der Tentipi Eltfell, der die Größe 9 oder von mir aus auch die Größe 15 dann immerhin noch im knackig kalten Winter adäquat warm kriegt, weil die einfach vom Brennraum her, von der Leistung, die sie mitbringen, dann doch mal deutlich mehr könne. Genau, wie gesagt, Messe werden wir es nicht, aber ich werde jetzt einfach mal diesen Loki hier mal ordentlich anfeuern, wenn er dann schön heiß ist, mal gucken, wie es sich dann anfühlt hier im Zelt. Ja, haben wir noch eine Frage hier? Genau, der Michael Messerschmidt fragt, wie sich das Seglerzeltofen im Tentipi macht, ob das Ofenrohr verlängern muss und isoliere. Das Isoliere ist auf jeden Fall immer wichtig. Ich muss da, wo ich aus dem Zelt rausgehe, muss ich einfach sicher sein, dass der Stoff nicht ans heiße Ofenrohr kommt. Ihr müsst euch vorstellen, dass im unteren Bereich vom Ofen so ein Ofenrohr einmal 500-600 Grad haben kann, wenn der Ofen richtig durchzieht. Also zum Beispiel der G-Stove, das Edelstahl fängt dunkelrot an zu glühen. Und klar nimmt natürlich die Rauchgastemperatur nach oben hin ab und das Rohr ist oben nicht mehr ganz so heiß. Aber immer noch zu heiß für einen Stoff. Von daher brauche ich einfach einen Abstand. Das Beste ist immer noch ein doppelwandiges Rohr, wo einfach Luft zwischen Abgasrohr und äußerer Schutzhülle durchzirkulieren kann. Das nimmt einfach die Hitze am besten weg. Man kann auch mit gewisse Isolierungen arbeiten. Also es gibt so aufgedoppelte Rohre, die mit Kaminwolle gestopft sind und eine gewisse Isolation abbringen. Aber da habe ich jetzt eine relativ passgenaue Durchführung beim TenTB, wo ich nicht unendlich viel Material dazwischen reinbringe. Von daher ist mir die Luftvariante immer noch lieber. Bei der Tibi-Durchführung vom Loki, das sind einfach diese spiralförmige Eise, die alles auf Distanz halten. Beim G-Stove ist es ein doppelwandiges Rohr, beim Hellspat auch und beim Tibi-Eltfell entsprechend. Da bin ich auf der sicheren Seite, da strömt die Warmluft dann, kann einfach abströmen dann. Hat natürlich den Nachteil, es ist nicht hundertprozentig dicht. Das heißt, wo Luft rausgeht, kann auch Regen reinkommen. Das ist halt einfach so, dass es hier am Ofenrohr dann auch bei strömendem Regen tatsächlich auch runterregnen kann. Also, aber zum Seglerofen speziell, da ist eine Handvoll ganz einfache Rohre schon dabei. Das Seglerzeltofen bietet jetzt wenig fertiges Zubehör, was jetzt Winkel, Durchführungen, Hitzeschutz und Funke, Fänger und so weiter angeht. Da sind die anderen Systeme durchaus besser aufgestellt. Aber der Segler hat den großen Vorteil, es ist ein 80er Standardrohranschluss. Das heißt, ich habe schon mal ein größeres Rauchrohr wie bei Loki und G-Stove. Das heißt, ich kriege da noch mal ein bisschen mehr Bums rein, obwohl der Ofen selber nicht viel größer ist, aber er zieht einfach schon mal gut durch. Ich kann also Standard-Ofenrohre verwenden, aber ich muss es mir tatsächlich
auf die entsprechende Länge basteln und ich muss mir auch überlegen, wie ich mir ein Hitzeschutzrohr selber baue auch. Da gibt es genug Anregungen, aber wie gesagt, nichts Fertiges. Ich muss es mir tatsächlich bauen. Ich muss mir zwei Rohre in verschiedene Durchmesser, die zusammensteckbar passend sind und das irgendwie das Ganze fixiere, dass es funktioniert. Da ist der Segler noch so ein bisschen im Hintertreffen, aber ich denke, der Hersteller weiß, auf was es uns ankommt. Und er hat uns auch zugesagt, dass er an diesem Zubehör dann auch arbeitet. So, haben wir noch eine Frage? Nee, das war's. Es waren noch ein paar Glückwünsche und geht jetzt auf Weihnachten zu. Ja, von daher, wenn ihr mehr Fragen habt, dann schreibt uns die einfach. Die werden wir versuchen, dann im nächsten Video zu beantworten. Jetzt gucken wir erstmal, wie der Loki sich hier so macht und feuern den noch ein bisschen an, damit es warm wird im Zelt. Es ist immer noch, da an dem Tag, wo wir es aufgebaut haben, war hier alles klitschnass. Und so langsam fängt es dann zu trocknen, aber ich denke, wenn wir jetzt einfach mal den Loki hier ordentlich Wärme reinbringen, dass wir dann auch den Boden hier im Zelt etwas gemütlicher hinkriegen. Ist jetzt mit einer Füllung runtergebrannt und gefühlt hat es im Zelt also 20 Grad. Man merkt auch, dass das Zelt, das war jetzt, weil es jetzt eben ein paar Tage auch im Regen gestanden ist, war innen wie außen klamm. Außen ist jetzt schon relativ gut angetrocknet, innen ist völlig trocken. Der Ofen hat also begonnen, die ganze Feuchtigkeit hier aus dem Zelt raus zu transportieren. Und das ist eigentlich das Schöne an so einem Zeltofen, dass er tatsächlich, wenn ich jetzt mit nasser Klamotte reinkomme und ich hänge die auf, die sind dann ruckzuck wieder trocken. Und genau das ist das, was man eigentlich beim Campen, beim schlechten Wetter braucht, dass einfach die Feuchtigkeit verschwindet, dass sie rausgeht. Und das macht der Loki hier wunderbar. Ja, man kann sie aushalten. Schön, dass ihr heute bei uns hier ins Tentibi reingeguckt habt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt noch vor Weihnachten rauskommt. Müssen wir mal schauen. Ich wünsche euch auf alle Fälle schöne Feiertage. Vielleicht habt ihr sie auch schon. Aber es kommt auch noch ein neues Jahr. Von daher genießt jetzt einfach die Zeit über den Jahreswechsel. Wir haben uns hier so ein bisschen kleine Oase geschaffen hier und zurückgezogen. Haben noch einiges vor. Bleibt dabei. Kommentiert uns. Fragt uns vielleicht. Können wir auch eure Dinge lösen hier. Bis dahin sage ich Dankeschön und Tschüss, euer Ralf von Jütland.